Du schaffst das. Ich weiß es, Mann. Weg hier. Wo lang jetzt? Keine Ahnung, wohin. Ist mir jetzt egal, ich renne jetzt einfach hier lang. Ich habe geträumt, dass ich am Rand einer Klippe stand und du sahst so schön aus und ich sagte, sieh dir das an und dann bin ich gesprungen und aufgewacht, weil ich gefallen bin, aber es ist kein Traum gewesen, weil es nie ein Traum gewesen ist. Okay. Alles Autos, ich habe keine Ahnung wohin. Oh, lang. Dana finden. Und wo ist sie? Tschüss, ich geh jetzt hier hoch. Der Weg, wo ich zurückging, oder? Wobei... Soll ich in dieses Haus rein? Ich glaube nicht. Erstaunlich, wie seit ich an das VR gewöhnt habe, im Überknall. Kamera neu ausrichten. Gut. Da kommt dieser Typ wieder. Renne.
Scheiß drauf. Lieber da rum. Jetzt weiter in die Hölle. Immer tiefer. Und dieses kranke Spiel. Wieder. Ich bin noch gerannt eben. Mann. Bin ich jetzt? Ah, da ist sie ja wieder. Dana. Bist du sicher? Hast du dir das gut überlegt? Nee. Du willst, dass es wieder so wird wie früher. Aber der Schmerz gehört auch dazu. Ich dachte, ich wäre über dich hinweg. Aber ich muss zugeben, es war toll, dich nach all der Zeit wiederzusehen. Vielleicht habe ich mich doch geirrt. Ich weiß nicht. Ist wirklich nicht leicht. Komm zu mir, wenn du dich entschieden hast. Keine Ahnung hier. Oh, nicht schon wieder die Hölle jetzt. Fortschritt gespeichert, können die eine Pause. Das sieht aus wie ein Aquädukt aus Rom. Ein Riesenrad. Und sehr rot. Sehr rot. Ziemlich rot. Angst, da schüttet's ein.
Staub. Nee, Asche, meine ich. Ascheregen. Als ich zurückkam, war das alles, was da war. Ein toter Planet. Und von dir war nichts mehr als Asche übrig. Also bin ich gegangen und habe versucht, dich zu vergessen. Was? Auf diesem Planet war ich Asche. Aha. Und durch das VR will man irgendwie den Mund zumachen. Aber dann dachte ich, vielleicht möchte ich dich doch wiedersehen. Also erschuf ich einen Ort, zu dem du zurückkommen könntest. Diesen Ort. Es tut mir leid, dass ich mich nicht mehr an jedes Detail von damals erinnern konnte. Es ist einfach so lange her. Okay. Jetzt liegt es an dir. Du musst entscheiden, ob es eine Zukunft für uns gibt. Keine Ahnung. Meine Fresse, das sieht aus wie Nazi. In Valhalla. In Regensburg. So, und jetzt? Schon bald musst du dich entscheiden, ob er lebt oder ob er stirbt. Ob alle leben können oder ob alle tot bleiben. Oh mein Gott, sieht das geil aus hier. Oh mein Gott, ist das geil. So, jetzt habe ich eine Entscheidung, oder was? Vor der großen Göttin, oder was? Dieser Weg. Wenn ich zurückkehre, was passiert dann? Geht nicht. Geht auch nicht. Und da? Geht auch nicht, geht nur nach unten. Das sieht aber echt geil hier aus. Das ist riesig. Spiegel. Oh, du hast es geschafft. Ich wusste, du kannst es. Buddy, ich hab mit Dana geredet. Es tut mir verdammt leid. Aber sie meinte, das war's für dich, Kumpel. Du bist auf der falschen Seite des Spiegels. Du... Und dieser Ort,
Ihr werdet verschwinden. Aber was mich betrifft, das liegt ganz bei dir. Nimm meine Hand und ich kriege eine zweite Chance. Alle von uns kriegen eine zweite Chance. Dieser Hammer, das ist der andere Weg. Aber du musst das nicht tun, denn ich bin jetzt anders. Ich habe so viel von dir gelernt. Der Schläger in den Kanälen, du hast richtig gehandelt. Das verstehe ich jetzt. Und im Theater, du hast alles getan, was möglich war. Und die anderen Sachen, die du in der Stadt gemacht hast, ich versteh's. Ich verstehe, wer ich sein muss. Du entscheidest, Buddy. Und wir bitten dich, uns rauszuholen. Dazu bist du doch hier. Was soll ich jetzt machen? Na los, Buddy. Nimm meine Hand. Und was reicht davon? Ich mach's einfach. Danke, Buddy. Ich werde dir ewig dankbar sein. Bitte. Alles genauso wie früher. Endlich kann ich wieder loslegen. Das ist die Erde.